Hallo, wir sind beleuchtet Brüder. Ich bin Biber und das ist Pong. Jetzt sind wir wieder hier, wir trinken eine Menge Bier. Es geht jetzt gegen General Maulwurf. Ach, die ist kalt. Am Ende des Kampfes hat er sehr viel Schwurf. Schwurf? Schwurf. Denn er hast du gesehen, hast du schon gemerkt, dass die zielsuchend sind? Genau wie das schwarze Loch. Och. Hast du gespeichert? Ja. Ah, Spiel speichert. Nein. Weiß ich nicht. Und ich krieg dafür Ärger und behandelst Doppel. Mich wie ein Berserker. Tot sind wir, ne? Deswegen stand da gerade Game Over. Das weiß man in London und in Dover. Scheiße, weißt du was? Na? Du musst den ganzen verdammten Weg zu General Maulwurf nochmal machen. Und der war nicht so leicht, wenn ich dir das so zugeguckt habe. Da war wieder Charles Martinez. Ja, der Weg war zwar da, aber nicht ganz so schwer, wie es aussah. Ich weiß nicht, ob ich will, dass du meinem Wunsch konsequent Folge leistest. Wieso? So, nach 20 Minuten hast du Angst, dass dir die Ohren bluten? Erstmal ganz gut. Nee, ich hab Angst, dass es zu viele schlechte Reime sind. Und dass du was, gar nicht jetzt mehr reden echt kannst. Schlecht? Und dass du das Reden vermeidest, obwohl ich dich doch so gerne reden höre. Du bist einer der liebsten Redner von mir. Der mir liebsten Redner. So, das ist das richtige Vokabular gewählt. Manche fragen, wie heißen, und genauso sehen das die meisten. Wie heißen? Oh, das Reim auf meisten. Achso. Warum? Wozu brauchst du schon meisten? Na, das sind die meisten so, dass ich der liebste Redner bin. Achso. Nicht umsonst bin ich für jede Party eingewinnt. Nicht umsonst. Das Geld. Naja, Qualität kostet. Und nur die Liebe kostet. Naja, Metall auch. Und Robo Pausers Bauch. Ich würde auch sagen, dass der rostet. Meinst du, dass der das einmal aufgenommen hat oder dass er jedes Mal, wenn Mario das macht, da reingesprochen hat? Ach du Scheiße. Also, dass er das sozusagen live macht. Du bist ja immer online. Und wenn Charles Martin ist, in seinem Kämmerlein und achtet immer, er kriegt dann das Video und dann muss er das kommentieren. Live. Ich denke immer an Charles Manson, wenn du den Namen erwähnst. Das ist auch eine gute Vorstellung. Yippie! Wahoo! Da ist gerade so eine junge Frau, die ihn voll, die sich voll in ihn verliebt hat und ihn heiraten will. Habe ich gerade in der Mopo gelesen im Zimmer. Und Charles Martin, ne? Charles Manson. Aber der ist noch 17 noch? Mhm. Ist der ein? Ja. Wahrscheinlich. Der ist so um die 70 und ist seit. Und es gibt eine, die sich in ihn verliebt hat? Ja, die ist gar nicht so hässlich und irgendwie Anfang 20. Ja, die will doch nur, es ist doch nur eine Attention. Nee, die ist, will doch die Presse. Ist einfach derbe durch. Also die hat voll den Schatten. Und will sie gerne von ihm auch zerstückelt werden? Sie will ihn heiraten, die will nicht von ihm zerstückelt werden. Also er ist. Warum denn? Weiß ich nicht. Steht sie nicht so drauf. Ist halt ein bisschen prüde. Stand da nicht in der Meldung. Komisch. Ich finde, da hätten die Journalisten sich ruhig mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Das ist ja meine erste Frage. Aber vielleicht die erste. Aber eine der ersten. Sie ist ja von seiner Unschuld überzeugt. Ach so. Er auch eigentlich? Keine Ahnung.
War das jetzt notwendig? Nee. Aber ich war trotzdem schneller hier als du. Du bist ja immer hier zwischen diesen Eisen hin und her geklettert und dann immer in die falsche Richtung abgesprungen. Kommt mich nicht los, Eisen. Du hast die ganze Manson-Geschichte nicht in Reimen erzählt. Der schießt auch einfach wahnsinnig schnell, ist dir schon aufgefallen? Ja, klar. Ich war ja da. Fühlbar. Wo du jetzt bist. Du Scheißfaschist. Ah, ja, gut. Nicht jeder Reim muss sein. Sag doch manchmal einfach nein. Guck, wie schnell er ist. Und er ist durch Stacheln geschützt. Man könnte ihm nicht mal beikommen, wenn man wollte. Und ich will nicht. Fürs iPhone gibt es Siri. Und die letzte Star Trek-Folge, die ich sah, hieß Miri. Oh, das ist eine ganz schön schlimme Folge. Das ist doch, wo am Ende dann... Wo am Ende mit den ganzen Kindern zusammen ist und diese Diskussion hat und sie die ganze Zeit durcheinander schreien. Und ja. Sie nicht. Das ist ganz schöner Trash gewesen. Puff, puff, puff. Immer auf den Kopf. Immer auf den Kopf vom Mikro raus. Ach, da ist es her. Nee. Jetzt sehe ich sehr klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hast du auch gemacht. Ob das so sein kann? Ich hab doch gedrückt. Ich bin doch verrückt. Ich auch. Und Robo Bowsers Bauch. Jetzt gibt er kurz Ruhe. Weiter geht's. Mario nimmt das Momentum des Sprunges mit. Denn er ist der beste Star bei Refit. Ich sollte nicht... Das war nicht geplant! Das sind Reime wie von Gruntildas Art. Da sage ich ohne Blut, das war ganz gut. Ja. Immer auf demselben Stil. Fluchen hilft da auch nicht viel. Übrigens, auch wenn du es auch so oft verneinst, ich habe ja schon hier was auf Video gereimt. Nein. Hä? Was? Was hast du auf Video gereimt? Es schneidet doch gar nicht ab. Ich las mal meine Ballade vor und da war mir die Community ganz ohr. Okay, sie war sehr gut. Bis heute denke ich daran. Jeden Tag und jede Nacht. Ich tue es, als würde ich reimen, weil ich so spreche. Dabei kommt am Ende gar keiner. Und das ist auch ganz gut. So. Ach, da ist ja noch hier was im Busch. Nämlich ein kleiner Pilz. Aber ich habe ihn nicht geholt. Ich will jetzt noch nicht. Ach so. Du kannst. Sorry, kann. Durch B drücken, Mario beglücken. Mit einem Pilz. Ja, leistet. Ich will, glaube ich, wirklich nicht mehr Mario Brothers 3 spielen. Als ich das Video gesehen habe, habe ich auch gleich wieder gedacht, was für die größte Kacke. Haben wir das beim letzten Mal gespielt? Ja. Gut gezielt. Du wirst immer besser und kommst gleich unter das Messer. Ach nein, das sind nur Löffel. Schade, scheiße, blöd. Kann die auch von unten töten. Ist eine Flamme tot, denn sie aus. Das ist der Knechtschaft für Charles Martinez. Vor allem hat er irgendwie so ein paar tausend
Videos gleichzeitig. Ich muss aber hin und her schalten. Videos? Ja, der sieht das ja als Video. So, General Maulwurf. Ich weiß gar nicht, wie weit wir im Video sind. 53 Minuten. Ja, aber was das bedeutet. Viel. Zeit ist ins Land gezogen. General Maulwurf geht jetzt direkt an die Hohen. Diese bunten Bälle da. Wir sollten auch mal auf das Versmaß achten. Und nicht immer nur schlechte Reime verfrachten. Nach Singapur oder Kasachstan. Das ging direkt nach vorne los. Liebe Zuseher und Damen, man kann durchaus sagen, dass nicht jeder Reim richtig gut ist. Und auch die Mühe hält sich in Grenzen. Töte hart, töte gut. Nee, andersrum. Töte weiter, töte froh, wie der Frosch im H2O. Wahrscheinlich ist der Frosch im H2O wirklich ein richtiger Mörder. Fröhlich auch dabei. Findet es nicht gut, dass du auf ihm drauf bist. Das war gut oder falsch? Das war falsch, das war nicht gut. Oder siehst du etwa Maulwurfsblut? Nein. Didim, dim, didim, dim, links zu finden. Didim, 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 links zu finden. Hä, war das jetzt gut oder schlecht, was ich gemacht habe? Schlecht! Du warst zu lange gebraucht. Aber zu lange gebraucht. Ich kann nicht stampfen mit diesem Gerät. Klar kannst du stampfen. Kannst du nicht? Oha. Volle Breitseite in die Fresse. Ich glaube nicht, dass ich das jemals vergesse. Das ist das bescheuerteste Item. Seit diesem Stab von Zelda Link to the Past, der Brücken baut. Das war richtig. Ich könnte doch stampfen. Geh doch mal auf ihn rauf, gleich. Erstmal gibt's General Maulwurfs Spaßzirkus. Spaßzirkus. So, und auf dem Kuchen. Er wohnt auf einem Kuchen auf einem voller Luftballon. Ein Glas voller Luftballon. Jetzt ist sein Kopf entzwei. Er explodiert. Fliegt dahin. Ich perfektioniere langsam das Reimen, ohne zu reimen. Das ist auch ein ausgesprochen gutes Talent. Das sich da mein eigen nennt. Ja. Das Talent nennt sich mein eigen. Jetzt sind wir ja bei mir zu Hause. Gleich mal Video-Video-Pause. Ja. Oder ist das Video jetzt hier noch zu kurz? Nein, ich glaube gar nicht. Und dann verträgt es noch mal ein Furz. Nein, du hast lange gespielt an diesem einen Level. Ja. Aber ein kleiner Teaser noch, so viel sei gestattet. Bevor sich hier alles begattet. Zu spät. Das ist fertig. Weiter geht's mit Reifen Ozean. Das gefällt Pong sehr. Oh. Dieses war kein Reim. Dann lassen wir das Reimen sein. Weiß ich jetzt tatsächlich brauche, dass ich dringend eine Zigarette rauche. Okay, dann machen wir die Pause etwas länger. Und starten und den Kampf. Bevor hier noch jemanden schwängert. Zu spät. Zu spät. Die Katzen sind alle schwanger.